Morgen, Jungs. Servus. Wir haben zwei neue Versionen. Die eine haben wir ein bisschen verpennt, aber die auch nicht lange draußen. Aktuell 0.7.3. Wollen wir den Chainshock mal kurz durchgehen? Ja, können wir so während den Spielen machen. Ja, Intro-Sequenz. Da soll auch irgendwas Neues sein. Wirklich? Room Layout, irgendwas habe ich gelesen. Ja, mach einfach mal. Ja. Ich habe es jetzt zwar nicht gelesen, aber. Ja. Schade nicht, wenn man bei mir. Gehst du mal ein bisschen den Chat-Tag durch, während ich dann hier schon mal die Intro-Sequenz durchlaufen werde. Dieses MTF-Personal reagiert jetzt auf SCP-173. In der Intro-Sequenz? Und versucht es abzuwehren oder so, ne? Versucht es wieder to recontain it, also es wieder einzufangen. Und okay. Sie arbeiten dran, oder er arbeitet daran, dass sie auch auf andere SCPs reagieren. Hört sich nicht schlecht an, ne? Wenn die drauf schießen. Ja, nicht mehr auf uns, so, ne? Ja, nicht mehr, eben, nicht mehr auf uns. Der Death Screen hat jetzt ein kurzes Stück Text, jedes Mal ein anderes. Der beschreibt, in welchem Zustand unser Körper vorgefunden wurde. Genau, das steht da. Na, da. Next snapped, oder? Steht es dann da? Das sehen wir dann. Ein paar Texturen, ein paar Sounds angepasst. Das sind ziemlich viele Änderungen eigentlich, ne? Mhm. Das ist mehr als. Also in von Text her ist es mehr als bei der 070. Ja, und bei der 073, da wurde dann nur ein defektes Model gefixt. Ja. Von SCP-049. Wir haben. Aber die 7-2 haben wir nicht gespielt. Ja. Und da gab es eben etliches. Da sind wir mal gespannt. Also vor allem, was jetzt am Anfang passiert mit diesem Personal, das von SCP-173 getötet wird in dem Raum da. Meinst du? Ja, so wie ich das verstanden habe, die versuchen dann das irgendwie abzuwehren oder wieder einzufangen. Aber MTF-Personal, nicht? Class D, oder? Ja, das ist ja nicht Class D, das sind irgendwie Forscher oder so. Oder ein Forscher und ein Bewaffneter. Ach, du meinst draußen jetzt? Ja, da in diesem Raum, ja. Wo es dann kurz schwarz wird. With the door control. Macht's gleich. Der zieht an der Stelle immer auf uns, ne? Mhm. Dann stirbt er gleich. Pass auf, dass es nicht da steht. Ich hab. Oh, da ist was Neues. Da ist eine Tür. Da sind jetzt diese Räume da, okay. Ich frag mich jetzt, was, wenn die Räume jetzt hier sind, was da unten jetzt ist. Ich frag's mich nicht, ich will da gar nicht. Hoffentlich kommt der jetzt nicht, da haben wir hier an der Stelle durch den Wohnen. Dann schrei ich, Alter. Wollen wir mal gucken? Ist offen. Also ein bisschen interessieren wird mir schon, was da unten ist. Ich gehe da nachher nochmal kurz rein. Da war offen, dann gehen wir da lang. Dann gehen wir da lang. Wenn offen ist. Da wird das Sound Effects. Ja, was? Alter, wo kommt der jetzt hin? Von da oben aus der Pocket da Menschen. Schauen wir mal wieder an, was mit dem ist. Das ist sein Gesicht. Ja, die sehen doch so aus, wenn die aus der Pocket da Menschen kommen. So total kaputt irgendwie. Krass. Und das heißt ja, wenn die da rauskommen und noch leben, dann leben die nur wenige Stunden. Das fand ich jetzt gut, ne? Ja. Weil da passiert nie was in diesen blöden Räumen, in diesen Abzweigen. Aber wenn es halt jetzt nochmal passiert, ist es blöd. Da ist wieder ein Fleck. Mhm. Ja, aber ich glaube, da tut nichts zur Sache. Hast du keinen Kreis? Ja, wenn es links läuft, dann. In dem Raum, da war ich dann. Da kamen wir doch her, oder? Meinst du? Nee. Da war, in dem Raum jetzt war ich noch nicht. Oh. Ich brauche eine Keycard. Nein! Nicht, ich hasse den Raum.
Ich liebe ihn. Ich liebe dich. Oh, da ist gar keiner. Which way should I talk? Links. Take. Left. Right. Alter, ich brauche eine Keycard. Achtung. Gibt's ja nicht. Boah, was ist das hier? Das sieht so aus ein bisschen wie der Elektriker, aber da war die Tür hier, ne? Genau, Mama. Da gibt's nichts. Ist das ein Notenblatt? Was, wie ein Notenblatt? Ich höre doch da was. Aber ist keine Musik. Nein. Wo kommt man da raus? Ich hab keine Ahnung. Also da kommt vielleicht was raus aus der Tür. So wie in dem. Nee, glaube ich nicht. So wie in diesem Keller? Glaube ich nicht. Ja. So rauskommt. Doktor? Geht auch. Nein. Das kommt hier ja gar nicht. Der Zombie-Arzt. Ja. Aber der ist ja echt voll langsam eigentlich. Hm. Und hier kann man ziemlich leicht entkommen. Wir wissen ja gar nicht, ob der einen tötet, oder? Ich glaube, wir sind durch die Zombies immer gestorben. Nee. Oder einmal, nee, das einmal. Das heißt ja, durch seine Berührung tötet er uns. Aber weil diese Zombies da sind, werden wir vielleicht mit diesem Virus angesteckt und wachen dann wieder auf. Und der ist Arzt. Vielleicht heilt er uns. Oh, da ist es drin. Auch nicht. Ich verlaufe mich jetzt wieder ewig. Okay. Wie gesagt, wir bräuchten eine Keycard. Hm. Schon klar. Was laufen? Waren wir da schon? Ich weiß es nicht. Das ist wieder dieser Fleck auf jeden Fall. Da müssen sie noch dran arbeiten, ey. Das ist doch so langwierig. Ja, warum sich halt hier einfach verläuft? Das sind bestimmt nicht viele Räume. Guck, da waren wir zum Beispiel schon, aber da sind wir noch nicht lang gegangen. Ja? Oder? Ich glaube, ich bin an der Stelle links. Ja. Das heißt, hier gibt es eine Keycard. Ja, klar. Oh, das ist tatsächlich. What a toll, ja. Du hast hellseherische Kräfte. Oh! Nicht. Nein! Gut, Alter, da ist die Tür offen. Geh mal da rein. Ja. Oh! Scheiße. Das ist ja asozial. Warum bricht die? Er geht durch die Scheibe, obwohl die Tür offen ist. Ja. Der ist da vor einer Tür, ne? Oder? Ne. Ja, jetzt müssen wir dieses 9-Fortchen wiederfinden. 9-Fortchen. Achso, den Safe, okay. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wieder. Von da sind wir gekommen, ne? Nein. Oder? Doch, genau. Vorhin, als wir 914 gesehen haben. Von da bin ich gerade eben gekommen. Ist das korrekt? Ich hab keine Ahnung. Ich freu mich bitte auch nicht. Wir können es aufzeichnen. Okay, das müssen wir eigentlich machen. Weil das ist echt nervig. Du bist mein Kartograf. Du machst dann auf so einem Blatt Papier so eine Linie mit Bleistift. Da, ich hab's. Also ich mach dann wieder hier Verify, ne? Ja. Und dann, hä? Output? Ist es verbuggt? Kann das sein? Scheiße. Nee. Nicht das, was drin steht und dann kommt. Also nicht, dass in dem Intake schon was drin ist. Und das kommt dann auf der anderen Seite raus. Ja, das kann man mal probieren. Nochmal nur. Guck mal, was aufgeht. Eigentlich sollte rechts trotzdem aufgehen, oder? Oder beide? Der rechte sollte jetzt aufgehen, ja. Die nee, beide, ne? Ja, okay, jetzt passt es. Achtung, Achtung, Achtung. Ist nix. Also, die SCP-173. Maske. Very fine. Und danach die Karte verifizieren. Dann hoffen wir, dass wir die Omni-Karte bekommen.
So, wir haben 10 Minuten, ich würde sagen, es ist Zeit, oder? Oder soll ich die Karte noch machen? Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich dachte, machen wir? Ja. Soll ich? Oder du? Genau, und zwar kommen wir zu unserer Question of the Day. Question of the Day! Und zwar... Dum. Fragen dich heute... Ja, wir wollten euch fragen, was euer Lieblings-SCP ist und geil wäre noch, wenn ihr dazu schreibt, warum. In die Kommentare. In die Kommentare, natürlich. Sind wir mal gespannt. Und ich habe eine Omnicard übrigens. Und du hast eine Omnicard. Ja, das haben wir uns einfach mal überlegt. Was war das? Da ist dass wir euch Zuschauer in unsere Videos etwas mehr mit einbeziehen wollen. Und da werden wir euch ab dieser Episode in jedem Video eine Frage stellen, die ihr uns beantworten könnt. Soll ich da reingehen? Aber da ist ja im Prinzip nichts, ne? Guck einfach mal rein. Ja, da waren wir ja schon. Some changes in the... Jetzt machst du... Ja. Ah, guck, der kommt von da oben runter gefahren. Kommst du raus? Ja, klar. Achso, na dann. I have to finish it. Ja. Lass mal doch. Aber was jetzt auch interessant wäre, dieser Ring, der unterdrückt ja irgendwie so psychische Manipulation. Du meinst, dass er uns davor schützt? Vor ja. Vor diesem I have to finish it. Genau, vor diesem Drang, es zu finishen. Ich glaube, da ist nichts drin, ne? Ja, sag das. Aber der Smoke, der ist jetzt wieder heftiger geworden. Ah, sind wir mit am Anfang. Aber jetzt gehe ich mal da runter, ey. Das wollte ich ja machen. Aber die Tür war jetzt offen, gell? Da geht's nicht mehr. Ja. Okay. Ja, das finde ich gut, dass die Räume jetzt wieder da oben sind. Ja. Dann kann man nämlich alles gleich am Anfang holen. Achso, war wieder glaube ich. Hintergrundgeräusch. Ein Hintergrundrauschen. Rauschen. Akustische Interferenzen. So, ich geh jetzt mal hier ran. Ich glaube, so mehr Ambient Sounds können es sein. Da waren wir. Ja, es gibt ja diese Schleifen. Dann gibt es diese Schritte. Ich versuche jetzt mal bewusst darauf zu achten. Da waren wir schon. Ja, und dann halt die Sounds in der Nähe von irgendwelchen Objekten, wie zum Beispiel Rohre oder so. Mhm. Hier. Aber man ist nicht Zeit. Die habe ich doch vorhin zugemacht. So, jetzt? Keine Ahnung, ich gehe da lang. Ja, geh geradeaus. Geh mal die ganze Zeit geradeaus, dass wir nicht immer wieder. Ja, soll ich nicht da lang? Nee, geh geradeaus. Wenn wir so laufen, laufen wir wieder im Kreis irgendwie. Aber geradeaus kannst du nicht im Kreis laufen. Ja, okay. Ah. Da waren wir nicht drin. Diesem Terrarium. Ah, okay, gut. So eine gute Idee, geradeaus zu laufen. Virus, oder? Alter! Wir müssen zu dem Electric Room. Ja. I help you and you help me. Yeah. I need your help and you need my help. Nah, du weißt ja, Microsoft Sam. Alter, man kommt jetzt sogar rein. Aber der spricht nicht mit uns. Der spricht erst mit uns, wenn wir auf dem konventionellen Weg da reingekommen sind. Letztes Mal haben wir es gar nicht geschafft und jetzt darfst du es einfach so. Jetzt kommt wahrscheinlich nicht mehr raus. Nein, bitte. Warte, ich brauche Stamina. Come on. Aber das Geräusch finde ich voll gruselig. Ah, das ist echt einfacher geworden. Ja. Ja, klar. Jetzt habe ich es ja gar nicht geschafft. Kann ja sein. Wo es damals eigentlich schon hieß, dass man es schafft. Zufall war.
oder du einfach damals nicht gut genug. Beides. Ja. Zufall? Glück? Das ist so ein Wunder? Scheißraum. Ja, ich weiß. Dü-dü-dü-dü-dü. Die macht's nicht mehr, ist beleidigt. Oh! Man, really. War irgendwie was. Doch! Genau. Oh. Okay. Den können wir eigentlich mal containen. Containen, ja, was dann passiert. So, dann haben wir einen Haken am Ende. Da hat einer einen Kommentar geschrieben, wie man das schafft. Wir müssen ihn ködern, oder? Ja, gut, dass du gerade runtergefahren hast. Ja, aber da ist diese Pille. Und wir ködern ihn, indem wir den einen den Oberschenkelknochen brechen. Wollen wir das probieren? Schau da links. Ja, wenn er am Anfang nicht da ist, dann kommt er, glaube ich, auch nicht einfach so. Ja, und dann? Ja. Was müssen wir dann machen? Das ist eine andere Pille, ne? Ne, das ist auch 500. Ja, aber 01. Die war doch rot-weiß. Ja. War sie, glaube ich, auch, als ich sie aufgenommen habe. War die nicht 502? 502? Ne, glaube ich. Sound Transmission. Jetzt sind wir genau. Sound Transmission, glaube ich, on. Ja, dann hörst du halt, wie er rumschreit. Na, Alter, komm schon. Du mich verarschen. So geht es nicht. Du musst vielleicht links erst anmachen. Ah, jetzt. So. So, willst dann den Femurbreaker. Warte. Was ist links, der Schalter? Ganz links. Das ist der Elektromagnetik. Ach so. Ja, wenn der on ist, warte, schon mal einen Schwindel. Auf muss der, glaube ich. Ja, dann fällt das Ding runter. Ja. Ja, aber es muss oben sein, oder? Um ihn einzufangen. Ja, wenn er muss dann oben sein und wenn er kommt, wenn der, runter. Wenn er da drin ist. Ja, dann muss er runter. Ja, dann muss er jetzt hoch. Nee, glaube ich. Nein, wenn er kommt, dann vertrauen muss er wir, runter. Vertrauen. Nein, wenn er kommt, muss er runter. Ah. Hab man gar nicht gesehen. Hey. Voll asozial. Ja, und jetzt soll er kommen oder was? Ja. Aber da unten rein? Komm doch da unten rein. Nochmal. Das ist ja hier doppelt und dreifach gesichert. Ja, der 106er muss es sein. Ach, du meinst, dass da drin der Typ ist mit dem Bein? Ja. Und wenn. Und wir machen den Magnetismus an und dann klebt der fest, oder? Wenn das Wichtel drin ist und dann. Ah ja, das könnte Sinn geben. Oh Mann. Aber der kommt irgendwie nicht. Wir müssen ihm nochmal was brechen. Ey, das ist eine Karte. Weißt du? Schau auf den Bildschirm. Ja. Ja! Ja, dann drück den Schalter, oder? Jetzt? Oder warte kurz. Ja, oder mach. Was? Hast du es gehört? Warum? Warum? Der tötet dich. Ah. Aber jetzt sehen wir den neuen Room in der Pocket. Also doch falsch rum. Doch andersrum. Das muss auf den drauf fallen. Ja, oder schneller wahrscheinlich. Ah, jetzt sehen wir die. Genau. Da gibt es doch auch einen neuen Room. Die Texturen sind neu. Stand drin. Mhm. Sieht auch so aus. Ja. Düsterer. Ja. Davor war das, glaube ich, so mauermäßig. Ui. Hallo. Ist okay, jetzt sitzen wir wieder in der Assi-Dimension. Aus der es scheinbar keinen Kong gibt. Da ist diese Brücke, ne? Ja. Okay. Schauen wir mal weiter. Linke Karte aus. Da ist diese an der. Das Verlies. Das ist noch eine Brücke. Das ist eine Brücke. Da ist dieser rote Raum. Ich schau da nochmal. Das ist das Verlies da. Ja. Oder geht nochmal in den roten, vielleicht ist ein anderer roter. Oder vielleicht kommt danach noch ein. Oder wir müssen wieder die Brücke schaffen. Wahrscheinlich. Aber da ist nichts Neues hier. Ja, schau lieber nochmal an die Wand hin. Die Texturen. Die mich so faszinieren, das ist schon voll schön. Echt, findest du? Ja, das ist voll high-res.
Das schaut so aus wie so Wasser irgendwie. So ein Wasser, Photoshop Wassereffekt. Das, das müsste so ein bisschen animiert sein, das wäre schön. Die animierte Wand, toll. Jetzt wird es auch so von oben nach unten Wasser fließen. Ah, okay, ja. Das wäre cool. Sag ich. Ja, dann schaff es mal. Ich hab's ja geschafft letztes Mal. Blöderweise gab es da noch keinen Ausweg. Ja, der ist schmäler geworden. Nee, breiter, wenn dann. Kommt mir eher so vor. Aber das ist schon. Ich bin einen Schritt weiter vor, oder? Klar, kannst du noch zwei Schritte vor. So? Ja. Knack. Wow, sau knapp. Willst du rennen? Nee. Knack. Achtung, da geht die über Kreuz. Das ist sau assi. Hier so, hier geht das so und der andere so. Die gehen ja eben gegen Video. Ja, da gibt's glaube ich einen toten Winkel da, oder? Hier ungefähr. Ja, der andere ist viel weiter vorne. Wow! Hast du gesehen? Shit. Das ist ja mal so. Ich hab getropft. Ja. Naja, du stehst fast am. Ja, das täuscht. Der hat Kacke. Inkontinenz hat er. Was soll ich machen? Ich würde am rechten Rand laufen. Sie drehen sich einmal so und dann nochmal um ihre eigene Achse. Ja, ja, aber so vielleicht noch einen Schritt vor. Jetzt wieder. Oh, shit. Rechts, rechts, rechts. Oh. Oder was steht es da? Ja. Wir werden nicht gefunden, oder? In addition to the decomposed appearance typical of the victims of SCP, the body exhibits injuries that have not been observed before. Massive skull fracture, 3 broken ribs, fractured shoulder and multiple heavy lacerations. Oder schauen bestimmt aus gehört. Wie der, wo vorhin... So ungefähr wahrscheinlich. Na ja, gut. Das war Episode... Weiß nicht wie viele Versionen, nur die 3. Ich glaube 14, oder? Nee, ich wollte dir die Version noch mal nennen. 14, ja, könnte sein. Das seht ihr dann da oben irgendwo. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.